Es geht um saubere Luft durch umweltfreundlichere Antriebstechniken. Welche Potenziale bieten E-Mobilität, Erdgasantrieb oder Brennstoffzelle? In welchen Bereichen liegen die jeweiligen Stärken? Eingeladen wurde zum Fachtag ins LEA, ins Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern. Die durch die Stadtwerke Neustrelitz getragene Einrichtung hat es sich zum Ziel gesetzt, über regenerative Energieträger aufzuklären und deren Ausbau zu fördern. Strahlkraft hat das Haus auch auf die Residenzstadt selbst. E-Mobilität, aber auch Erdgas sind in der Neustrelitzer Tank- und Ladesäuleninfrastruktur längst nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt, denn Erdgasmobilität fördern wir seit über 20 Jahren mit einer Erdgastankstelle und viele Fahrzeuge sind in Betrieb. Wir haben Elektromobilität natürlich auch im LEA. Kann man aktuell mal nachfragen, wie viele Nutzer inzwischen auch über so eine Karte verfügen, um bei uns elektrischen Strom kostenlos laden zu können. Wir haben natürlich entsprechende Lademöglichkeiten hier vor dem LEA mit einer Schnellladestation, einer normalen Ladestation. Wir sind mit weiteren Elektroladestationen in der Bruchstraße und auch in der Strelitzer Straße. Also Möglichkeiten gibt es schon. Und natürlich die Steckdosen überall im Stadtgebiet. Überall sind erneuerbare Energien drin. Also ich glaube, wir haben uns schon mal vorbereitet. Und das Zeitalter der Elektromobilität kann in Neustrelitz beginnen. Vielleicht ist Neustrelitz auch schon direkt mittendrin. Rund um das Geschäftsfeld des LEAs sind weitere Akteure der grünen Mobilität vertreten. So hat sich hier unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung das Kompetenzzentrum E-Mobilität entwickelt, zusammen mit der Landesenergie- und Klimaschutzagentur sowie Erdgasmobil, ein Gastgeber dieser Veranstaltung. Im LEA machen wir viel Aufklärungsarbeit, was erneuerbare Energien angeht, durch das Projekt Kompetenzzentrum E-Mobilität natürlich, die Beratung für Elektromobilität, haben hier auch einen Stand von Erdgasmobil MV, wo dann aufgeklärt wird, haben auch die Geschäftsstelle bei den Stadtwerken in Neustrelitz, des Landesinitiativkreises Erdgasmobilität und so ein bisschen Arbeit mit der Politik und den Menschen drumherum gehört natürlich auch immer dazu. Infrastrukturminister Christian Pegel lieh der Veranstaltung in seiner Person einen politischen Ansprechpartner und die in zwei Legislaturperioden erworbene fachliche Expertise. Für den Minister ist klar, grüne Mobilität kann nur durch Diversität in der Antriebstechnologie gelingen. Der Elektromotor allein könne kein Allheilmittel sein. Sie haben bei Bussen, LKWs die Reichweite, die Sie lösen müssen. Und wenn Sie an Krane denken, an Bagger, an Walzen, dann stehen die auf Baustellen oft fernab jeder vernünftigen Infrastruktur, bei der ich dann eine Steckdose habe, um so ein Fahrzeug aufzuladen. Sodass wir mit Sicherheit mehr als eine Lösung brauchen. Und auch als energiepolitischer Beteiligter ist mir wichtig, dass wir für die Netzstabilität, also dann, wenn sehr viel Strom im Netz ist, weil Wind und Sonne intensiv Strom schaffen, wir aber gar nicht so viel abnehmen können, dass wir dann auf andere Art und Weise, indem wir verschiedene Gasformen zum Beispiel daraus machen, auf die Art und Weise speichern und dann in der Mobilität oder aber in der Wärmenutzung das hinterher durch Verbrennen oder durch Brennstoff sehr nutzbar machen. Darin sind sich auch die unterschiedlichsten Lobbyisten einig, dass es Kompetenzen zu bündeln gilt, um klimafreundlichere Fortbewegung zu erreichen. Das LEA bietet allen grünen Technologien ein Podium und fördert zugleich den Austausch.